Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Amen. Grüßt euch miteinander. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut geht. Vielleicht haben auch Sie etwas gespürt von den Lockerungen, die beschlossen worden sind, und haben ein bisschen aufschnaufen können. Aber natürlich, die Einschränkungen sind immer noch gross. So ist es auch uns leider noch nicht möglich, zusammenzukommen und miteinander Gottesdienst in der Kirche zu feiern. Trotzdem möchten wir heute probieren, ein bisschen näher zusammenzurücken. Etwas vom Verbindendsten, was wir Menschen machen können, ist zusammen singen. Und das wollen wir in diesem Gottesdienst machen. Zwar können wir unsere Stimmen jetzt nicht als grossen Chor erklingen, aber der Andreas Baumann, Friederike Haug und Therese Rüeg werden heute begleitet von der Eva Brandazza an der Orgel mit uns Lieder singen, und wir alle sind herzlich eingeladen mitzusingen. Texte werden eingeblendet. Vielleicht fällt Ihnen das ein bisschen schwer, so allein daheim vor dem PC zu singen. Aber es schaut und lässt Ihnen ja niemand zu. Singen Sie einfach mit, es wird Ihnen gut tun. Und falls Sie ein Lied noch nicht so gut können oder kennen, dann haben Sie jetzt den Vorteil, dass Sie es mehrmals abspielen, hören und üben können. Wir werden still zum Gebet. Gütiger Vater, bis bei uns in diesem Gottesdienst. Nach all diesen Wochen ist es für uns immer noch schwer und ungewohnt, nicht zusammenzukommen und miteinander zu feiern. Es fehlt uns der direkte Kontakt, der Austausch miteinander, die Berührungen. Wir würden einander gern wieder einmal ein Lächeln schenken und uns gegenseitig zeigen, wie wichtig wir füreinander sind. Lass uns eine Verbindung spüren in diesem Gottesdienst. Berühr du uns umso mehr, wenn wir nicht beieinander sein können. Lass uns deine Anwesenheit spüren, schenk uns deine Kraft und dein Geist. Amen. Von diesem Kanon stammt aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Er spricht von Pfingsten. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist an der Pfingsten passiert. Aber gesagt hat Jesus den Satz bereits an der Auffahrt. Es sind die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel emporgehoben worden ist.
In der Gemeinschaftsübersetzung heißt es wörtlich: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das Lied und der Text passen hervorragend zum heutigen Sonntag, denn heute ist ja weder Ufert noch Pfingsten, sondern wir stehen genau in der Mitte zwischen diesen zwei Festen. An der Ufert redet Jesus von Pfingsten und macht so den Zusammenhang zwischen diesen beiden biblischen Ereignissen klar. Während Jesus an der Ufert in den Himmel emporgehoben worden ist, so kommt an der Pfingsten der Heilige Geist aus dem Himmel oben ab. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Jesus entschwindet, der Heilige Geist kommt. Der Mensch bleibt nicht auf sich allein gestellt. Ihr werdet Kraft empfangen. Kraft aus dem Himmel, göttliche Kraft. Im Kanon wird der Bibeltext zitiert bis zu «Ihr werdet meine Zeugen sein». Wo genau, wird im Kanon nicht gesagt. Im Bibeltext aber heisst es «In Jerusalem, in Judäa, in ganz Samarien» und bis an die Grenzen der Erde. Vielleicht hat das einfach nicht mehr Platz gehabt im Kanon. Vielleicht aber ist es am Dichter, am Matthias Claudius, auch einfach nicht so wichtig gewesen. Mir ist es heute aber wichtig. Denn das Letzte, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel entschwunden ist, war eine Aufforderung gewesen, Grenzen zu überschreiten und zu überwinden und das Gute miteinander zu teilen. Ja, es war eine Aufforderung, Gott und der Glaube miteinander zu teilen. Und das war für die damalige Zeit absolut revolutionär gewesen. Denn tatsächlich war es doch dann zumal so gewesen, dass jedes Volk seinen eigenen Gott oder seine eigenen Götter hatte. Und die Götter sind oft gegeneinander ausgespielt worden und zueinander in Konkurrenz gestanden. Oder vielleicht müssen wir es umgekehrt sagen, Götter haben die Menschen gegeneinander ausgespielt. Wie dem auch sei, Götter haben eine grosse Bedeutung im Krieg. Wer den stärker Gott hat, gönnt. Jesus redet von einem Gott, der die Menschen nicht gegeneinander ausspielt, sondern von einem Gott, der für alle Menschen da ist und alle Menschen liebt. Über alle Grenzen hinweg. In dieser Aussage wird der Frieden angelegt. Nur haben es die Menschen leider nicht richtig verstanden und leider häufig das Gegenteil daraus gemacht. Grenzen überschreiten kann vieles heissen. Vielleicht heisst es im Hinblick auf Pfingsten auch gerade, dass wir geistige Grenzen sollen überschreiten. Also die Grenzen und Blockaden in unserem Kopf. Die häufig dazu führen, dass wir einander nicht richtig sehen, dass wir einander nicht verstehen, dass wir voll Vorurteil sind. Die Grenzen, die so oft die Folge haben, dass wir gegeneinander statt füreinander sind. Und natürlich geht es im Hinblick auf Pfingsten auch um die geistlichen Grenzen. Die Grenzen von unserer Wahrnehmung. Vielleicht sollten wir genau diese Grenzen einmal überschreiten und merken, dass da mehr ist als das, was wir sehen können, hören und berühren. Und vielleicht sollten wir uns einfach wieder mal darauf einlassen, dass Gott wirklich da ist und uns Kraft schenken. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird.
Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Auch dieser Text redet von Pfingsten und er bezeichnet den Heiligen Geist als einen Beistand. Wir überkommen göttlichen Beistand. Jesus hat den Satz noch früher gesagt, noch früher als Ufer, nämlich vor seiner Verhaftung. Und damit macht er deutlich, dass die ganze Passion, die Ostern, die Ufert und die Pfingsten alles miteinander zusammenhängt. Schon vor seiner Verhaftung kündet Jesus Pfingsten an und stellt den Zusammenhang zwischen dem direkt bevorstehenden Geschehen und Pfingsten her. Der Zusammenhang lautet: Es ist gut für euch, dass ich fortgegangen bin. Sonst wird der Beistand nicht zu euch kommen. Und auch wenn wir manchmal meinen, unser Glaube sei besonders herausgefordert, weil wir Jesus nicht sehen können und weil wir kein einziges von seinen Wundern miterlebt haben, dann sagt Jesus da gerade das Gegenteil. Es ist gut für euch, dass ich nicht physisch bei euch bin. Denn so überkommt ihr einen göttlichen Beistand, der euch durchs Leben begleitet. Ein Beistand, der immer da ist, nicht physisch begrenzt, auch nicht lokal. Ein göttlicher Beistand und Tröster, der uns durchs Leben leitet. Denn so ist der Vers in der Lutherbibel übersetzt. Wenn ich nicht fortgehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen. Das ist nicht etwa so, weil die Einheitsübersetzung oder weil der Martin Luther falsch übersetzt hätte. Nein, das griechische Wort in diesem Vers hat einfach beide Bedeutungen. Es bedeutet Beistand und Tröster. Und das macht deutlich, wie gut, dass es Gott mit uns meint. Ist es nicht ein grosser Trost, wenn einem jemand beisteht im Leben und in der Not? Im Deutsch hat das Wort Trost etymologisch den gleichen Stamm wie zum Beispiel Treue oder Trauen, Vertrauen. Und das kommt nicht von ungefähr, denn das gehört ja wirklich alles zusammen. Das Trostloseste, was es gibt, ist doch, wenn man niemanden hat, wo man wirklich vertrauen kann. Und das Tröstlichste, was es gibt, ist, wenn jemand bei einem ist, wo man weiss, der oder die steht zu mir durch alles durch alle Not, durch all meine Unzulänglichkeiten und durch alle Abgründe. Wenn so jemand bei einem ist, zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht, dann muss er eigentlich gar nichts sagen. Seine Anwesenheit allein gibt uns Trost. Dass Trost und Vertrauen miteinander verwandt sind und zusammengehören, gehört man auch raus, wenn man zum Beispiel zu jemandem sagt, sei getrost. Das bedeutet doch, hab keine Angst, hab Vertrauen. Oder es kommt dann schon wieder gut. Und das ist es doch genau, was wir häufig machen, wenn uns jemand seine Not oder sein Leid klagt. Wir probieren den Mut und Vertrauen zuzusprechen und sagen dann so etwas wie, es wird dann schon wieder gut. Meistens hilft das am Betroffenen nicht so viel. Denn für ihn sieht alles düster und trostlos aus und er weiss nicht, warum plötzlich alles wieder gut soll werden. Ganz anders würde das aussehen, wenn sein Vertrauen einen festen Grund hätte. Wenn da jemand wäre, wo er
sein Vertrauen reinsetzen kann. Die stärkste Form von solchem Vertrauen ist darum das Gottvertrauen. Jesus hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil dann kommt der Beistand, der Tröster zu euch. Von all denen, die den Gottesdienst mitgestaltet haben, wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Woche und dann schöne Pfingsten. Bleiben Sie gesund und haben Sie sich Sorge. Wir werden still zum Gebet. Gott, Vater, schenk Beistand und Trost. Bist du bei all denen, die einsam und traurig sind. Gott, Vater, schenk Beistand und Trost, bis bei all denen, wo leiden und wo krank sind. Gott, Vater, schenk Beistand und Trost, bis bei all denen, wo pflegen und wo helfen. Gott, Vater, schenk Beistand und Trost, bis bei all denen, wo grosse Sorgen haben und wo nicht wissen, wie es weitergehen soll, auf der Arbeit, im Geschäft oder auch finanziell. Gott, Vater, schenk Beistand und Trost und bis bei all denen, wo die wichtigen Entscheide fällen müssen. Gott, Vater, schenk Beistand und Trost und bis bei uns allen, und lass uns deine Anwesenheit spüren. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht scheinen über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.